Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier am 4.12.2023 mit unserem kleinen Christmas Special hier auf meinem Kanal Duddle Buddy. Heißt euch herzlich willkommen und ja, herzlich willkommen bei Days Before Christmas, Leute. Und Name ist tatsächlich Programm, denn zum einen sind es die Days Before Christmas. Wir haben heute den 4.12. und somit noch 20 Tage bis Weihnachten. Einen herrlichen Tag, ich liebe es. Bis wir wieder mehr Geschenke auspacken können. Richtig geil futtern. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Leute, das Essen ist am geilsten, Alter. Ne? Geschenke sind auch nett, aber das Essen, Alter, boah. Könnte man theoretisch ein ganzes Jahr haben, ne? Macht man aber nicht. Weil diese ganze Atmosphäre, alles ist schön. Und alle haben das gleiche Feeling so, oder nicht alle, aber viele auf der Welt haben so das gleiche Feeling. Zu dieser Uhrzeit auch einfach besinnlich zusammensitzen. Alles ist schön und ne, du bist kuschelig so, das ist toll, Leute, toll ist er. Und aus dem Grund habe ich mir ja gedacht, dass wir hier ganz schönes kleines Special machen mit einem kurzen Episodenformat. Days Before Christmas, ihr habt es wahrscheinlich schon in den letzten drei Episoden gemerkt, lang geht der Spaß hier nicht. Ich hatte tatsächlich auch für diese Episode ein kleines Problem, denn wie ich ja schon erwähnt hatte in der ersten Episode, Speichern ist hier nicht. Die Passwörter, die ich jetzt, die Passwörter, die ich im Internet rausgesucht hatte, funktionieren nicht. Na, also ich wollte eigentlich zu Kapitel 4 springen oder zum Level 4 für den 4.12. Ich bin irgendwo beim 19. gelandet. Alter Leute, was ist los mit euch? Könnt ihr eure Einträge im Internet nicht richtig beschriften oder werden? Ist ein Fail, definitiv. Ich habe da noch keinen Bock gehabt, weiter zu suchen. Nach zwei Versuchen. Das heißt, ich habe dann einfach die ersten drei Level jetzt nochmal gespielt. Das ging jetzt relativ zügig. Ich bin auch durchgerannt. Ja, damit seht ihr, das dauert hier nicht lange. Der Spaß ist von kurzer Dauer, aber dafür umso schöner, ne? Und intensiver natürlich. Und aus dem Grund werde ich auch nochmal ganz kurz hier einläuten. Leute, ein bisschen Werbung für myself hier natürlich. Ich bin in der Regel, nur heute nicht, weil heute mache ich hier Offline-Aufnahmen. Live auf Twitch zugange unter DuddleBuddy. Auf Twitch TV könnt ihr mich da gerne mal live besuchen. Morgen Abend bin ich wieder am Start. Wobei, das ist nicht ganz korrekt. Heute Abend, Leute. Heute Abend bin ich wieder live am Start mit Jagged Alliance 3. Schaut gerne vorbei. Wer Bock hat, guckt gerne rein. Ist auch kein kurzer Spaß. Wir spielen in der Regel so im Schnitt eine Stunde. Stunde 5 Minuten, Stunde 10 Minuten. Mehr noch schon mal anderthalb, da ging es dann mal richtig ab. Aber Minimum Stunde ist eigentlich schon drin bei dem Game. Ist gerade mein Type-Game, was ich zocke, Leute. Fühlt euch jetzt hier eingeladen. Und grundsätzlich, ne, das kann ich ja auch nicht unerwähnt lassen, wenn ihr Spaß habt, dann gerne Kanal abonnieren, gerne mal die Glocke läuten und einen Daumen oben da lassen für kleine Videos wie diese hier zum Beispiel, ne, damit wir das einfach mal konstant auch so weiterführen können und dass das hier nicht andere ist, irgendwann mal eine Zukunft drin. Wisst ihr nur Bescheid. Nun, legen wir hier mal los mit Episode 4. Tag 4, oder wie es auch hier richtig heißt, Tür 4, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Wir haben keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, wie lange die geht. Das Spiel ist ewig her, wo ich dieses Spiel gezockt habe. Es ist halt, wie gesagt, von 1994. Es ist ein Titel, absoluter Retro-Titel. Für mehrere Plattformen erschienen. Ich glaube für den Mega Drive, aber hier spiele ich es jetzt über den Super Nintendo. Natürlich, ein bisschen hochgerendert das Ganze, sonst wäre das alles nicht mehr erträglich, aber trotzdem Oldschool 4:3, weil es die europäische Version ist, Leute. Und nun gehen wir zurück ins Geschehen, unten rechts, und schauen, was uns in dieser Episode erwartet, ne? Zum einen erwartet uns auf jeden Fall ein kleiner Glühwein, weil es heute einfach mal nett ist. Und Leute, ich habe ja vor allen Dingen auch einen Weihnachtspullover an, man sieht es halt nur so ein bisschen, aber ich glaube, besser ist das auch. Oh, Alter. Oh. Ist auf jeden Fall heiß, du. Es könnte sein, dass mir die Schlabber verbrennen. Nö, das geht. Oh, Alter, nehme ich noch einen Schluck. Also in dem Sinne, Prost. Glühwein erster Güte. Jetzt werde ich hier meinen Tisch ruinieren, merke ich gerade. Das sind so die Tassen, da läuft es immer mal so ein bisschen runter, hier. Die sind mega geil. Aber du kannst da nicht richtig draus trinken, weil die so einen großen Rand haben, weißt du? Ich stehe da drauf, wenn das so ein ganz feiner, dünner Rand ist, wo du dir fast schon die Lippe einschneidest. So riskant gefährlich ist das Getränk dann. Und hier ist es ja mehr so wie, ja, grenzt an schon Schnabeltasse für Erwachsene, ne? Ja, lecker. Und dazu
Rumkugeln zur Special Weihnachts Edition, damit ich mir richtig die Kante gebe. Und nun haben wir uns hier gepflegt, einen hintergelötet oder angelötet. Nur rein. Tag 4. Oh, it's Blue Magic in the house, yo. Nur damit auch der Vitaminpegel aufrecht bleibt, noch ein bisschen Obst in die Figur. Alter, was ist denn das da oben? Ein Spielzeug, Hubschrauber. Der ist bestimmt böse. Ich will mal betonen, wir waren ja zuletzt am Gletscher unterwegs. Jetzt sind wir hier schon wieder. Oha, die sind richtig brutal, die Viecher. Ich will ja auch gar nicht vorpreschen, weil die Sicht ist äußerst beschränkt, Leute. Und mein Sinn ist es, also mein Ziel ist es für dieses Spiel auch nicht, dass ich einfach durchrenne, sondern wir machen es hier wirklich ganz gediegen, Leute. Und deswegen mache ich hier auch ganz entspannt. Die Geschenke sind auch äußerst, oh ja, äußerst gefährlich. Das war ein Wichtel übrigens, also so ein Elf von unserer. Hier ist schon wieder so ein Kack. Kasper? Oha. Jetzt wird's aber amazing. Oha, was will er mit uns? Was macht er aus uns? Ein Present. Oh, das war Fail, Alter, aber richtig. Ja. Ging gleich ein Leben ab, ne? Aber komplett, ey. Die Sicht ist ja auch... Du kannst bei dieser... Das ist aber wirklich... Das ist der Klassiker an Retro-Games. Es ist Try and Error. Es ist halt wirklich... Es ist nun mal so, Leute. Wir machen auch hier oben gleich wieder alles mit. Ich will ja jetzt, wie gesagt, nicht durchrennen. Wir gehen hier nochmal schön gepflegt lang. Oh, den habe ich gleich mitgenommen. Und so war das halt auch, ne? Du bist halt garantiert, also meistens, in den meisten Fällen bist du nie im ersten Durchlauf durchgekommen. Du musstest dir diese Spiele einprägen. Und dann hat es natürlich einen mega Vorteil. Aber die ersten Versuche, so wie jetzt hier, woher soll ich das wissen, dass es da nicht runtergeht? Ich meine, ich sehe hier 1,50 Meter nach unten. Oh, Alter. Was soll ich dazu sagen? Aber wir wissen Bescheid. Es geht hier relativ zackig runter. Machen wir uns wieder zu einem Präsent. Wir haben echt nur noch 2 Leben, ey. Wird immer der Tag kommen. Oha, wo wir hier sterben. Da bringt mir auch eine Mütze nicht viel, ne? Kann ich jetzt hier runter oder nicht? Ja. Oha. Oha, Leute. Muss ich jetzt hier springen? Ich weiß es nicht. Oha. Oh ja, schön. Oh, was ist jetzt denn los? Okay, der fliegt automatisch, Leute. Ne? Können wir uns auch in Deckung begeben hier? Da sind auch Animationen, sind hier auch geboten. Hier geht's auch nicht weiter, sonst. Feinde sind hier auch keine groß anderen, bis auf diese Kasper-Viecher und Hubschrauber-Ass. Aber wir sammeln hier Präsente ohne Ende, ne? Geht schon ab in Tag 4. Wird schon heiß. Die Level werden noch länger tatsächlich. Muss ich damit hinterher? Nee. Hätte ja sein können. Ah, jetzt wird's hier tricky, ne? Jetzt wird's tricky. Da musst du halt auch mega Gamer von vorgestern sein. Im Sinne von mega erfahren, ne? So, machen wir weg hier, das Vieh. Da fällt mir gleich noch was anderes ein. Ich könnte mal ein Earthworm Jim Special machen. Habe ich auch Bock drauf. Sind zwar alles Titel, die sind gar nicht mehr so unbekannt, weil einfach es viele Remaster-Titel dadurch gegeben hat, auch einfach. Und Earthworm Jim, weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht. Gab es 2 Teile. Gab sicherlich auch Ableger. Oh, Alter, die Hitbox ist ja mega. Die ist ja geiler als bei so manch anderem neuen Spiel, ey. Ne, das schießt ins Gesicht und trifft trotzdem nicht. So. Leute. Toll. Und damit ist das Level completed. It's complete completed here in the house. Und damit ist die Episode auch schon durch. Wir sind hierbei. Ja, circa. Also im Schnitt sind es 10 Minuten, Leute. Das war Tag 4. Ich mache mich mal wieder ein bisschen great, ne? Wenn ihr Bescheid wisst. Und ich mache mir hier einen Glühwein, weißt du? Für gefühlt eine Stunde. Das ist so Jagged Alliance 3. Das ist so Full-Game-Vorbereitung, die ich hier treffe. Ne? Rumkugeln ihn hier rum. Dann habe ich hier einen Glühwein, Alter. Wenn ich mit denen in der Folge runterzwiebel, dann bin ich aber auch schon wirklich nach einer Folge gut dabei. Und dann stelle ich mir vor, ich nehme mal 3 in Folge auf. Weil ich nehme die ja vor auf, ne?
damit ich ja ein bisschen Vorlauf habe. Man weiß ja nie, was ist. Ne? Und deswegen werde ich natürlich gleich die nächste Folge hinterher zimmern, die ihr natürlich aber erst morgen seht. Am 5. Na, wisst ihr Bescheid. Ihr könnt ja auch nicht nachher zu Hause schon Tür 5 aufmachen. Ja, könnt ihr schon, aber ist ja kacke. Wer macht das heutzutage? Macht ihr das? Ich mache es nicht. Ich habe schon als Kind nicht gemacht. Mein Bruder hat das tatsächlich gemacht. Der hat gerne mal, wir hatten so Kalender, da konntest du so in die Taschen oben. Das war so ein Stoffbaum. Kennt man, gibt es in zig Variationen. Und da sind Taschen eingenäht. Die sind oben aber offen. Gibt ja auch welche, kannst du zukletten und so Sachen. Ne? Die waren aber offen oben. Und waren ungefähr groß, was war das für eine Größe? Ja, schon kleiner als so ein Handy, ne? Wenn ihr mal so ein Handy seht. Und schon noch eine Ecke kleiner. Vielleicht der Bereich hier. Und da konntest du nicht viel reinmachen, Alter. Da war dann, wenn du zwei Rumkugeln da reingelegt hast, hier, pass auf, dann war die Tasche auch schon fast voll. Ne? Das war so als Kind bei uns drin. Heute kriegst du ein Xbox-Spiel oder schon einen Controller mit im Kalender mitunter. Ne? Da ist ein Jahr. Da liegen ja Wellen dazwischen. Würde ich zum Beispiel bei meinem Sohn gar nicht machen. Wobei, der kriegt auch schon viel mehr. Aber ein anderes Thema, Leute. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich erzählen wollte jetzt. Ja, mein Bruder, der hat immer reingeguckt schon oben, ne? Immer schon reingelutzt, was ja eigentlich sinnlos war, weil was soll da drin sein, ne? Was hat er jetzt erwartet? Ein Spielzeugauto hat auch nicht reingepasst. Hätte ja zur Hälfte rausgeguckt. Da musste ich mir auch gar nicht geben, also man ist ja jetzt heute so ein Schokoladentaler drin, ne? Oder morgen ist da vielleicht hier so ein Gelee-Bonbon, weißt du, diese mit Zuckerüberzug, geil, Alter. Habe ich mich persönlich immer mehr drauf gefreut als alles andere. Ja, aber anderes Thema, ne? Mach mal nicht. Wie auch Geschenke, interessiert mich gar nicht, Alter. Ich weiß, die verstecke hier. Ist ja auch meine Wohnung, ne? Also nicht, dass ich hier selber meine Geschenke versteckt habe. Grenzt ja schon an Wahnsinn, Leute, aber meine Freundin versteckt hier. In Anführungsstrichen versteckt, sondern sie sagt, ja, bitte guck in diese Schublade nicht rein. Wenn ich Glück habe, kriegen wir das auch hin, weil manchmal bin ich auch einfach komplett verpeilt und denke, ich suche irgendwas und denke, huppala, was ist hier drin, das sollte ich gar nicht sehen. Schnell wieder zu, morgen ist es hoffentlich gelöscht. Ja, aber nö. Und interessiert mich gar nicht. Ich kann da reingucken. Ich habe so oft Homeoffice, ich kann da reingucken. Interessiert keine Sau. Ich könnte dann auch zu Weihnachten sagen, nein, da wusste ich nicht. Da wusste ich nicht. Aber mach ich nicht. Interessiert mich gar nicht. Weil ich will mir die Freude auch gar nicht nehmen. Ne? So bin ich drauf. Das habe ich schon als Kind auch gar nicht gejuckt. Ich habe auch nie nach Geschenken gesucht. Bin da ein bisschen oldschool vielleicht unterwegs, aber das ist so eine Sache, will ich mir die Freude halt auch einfach gar nicht nehmen lassen. Ich hoffe, ich kann das an meinen Sohn weitertragen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt hier mit dieser Episode zu einem kleinen privaten Einblick aus meiner Welt, ne? Und einen Schluck Glühwein. Darf man das hier überhaupt? Muss man das angeben? Darf man nebenbei trinken? Ich glaube, wenn es im Rahmen ist, schon, oder? Kannst du noch einen Radler trinken? Solange ich es zeige und eine Marke reinhalte? Ich meine, ich kann ja sagen, es ist ein Glühwein. In Wirklichkeit trinke ich hier einen heißen Traubensaft, ne? Weiß ja auch keiner. Weiß ja keiner. Außer ich. Und ihr nachher, wenn ich irgendwann komisch werde. Aber auch das weiß ja keiner, kann ja schon sein. Leute, aber ist egal. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schöne Vorweihnachtszeit und bis zur nächsten Episode. Morgen um 10, Tür 5 mit mir, Daddlebuddy. Haut rein, Leute. Einen schönen Tag euch. Tschüssi!